Hallo Kackbratzen. Für die PS1 gab es eine Menge an echten Perlen und darunter ein Sack voll an Horrorspielen, die leider nur in Japan veröffentlicht wurden und Zeit ihres Lebens auch nie das Land der aufgehenden Sonne verlassen haben. Nur wenige erhielten Jahre später eine Fan-Übersetzung, was relativ schade ist. Dann gibt es aber wieder Spiele, die zwar den Anschein erwecken, eine echte Bombe zu sein, aber sobald man die CD ins Laufwerk legt und sich das Intro anschaut, weiß man auch, warum sich die Publisher damals auch nicht nur annähernd die Mühe machen wollten, dieses Spiel offiziell für den Westen zu lokalisieren. Japaner haben vermutlich einen anderen Geschmack als wir, die mit so unfassbar tollen Spielen wie Plumbers Don't Wear Ties aufgewachsen sind. Eines dieser Titel ist das Full-Motion-Video-Horror-Adventure MJ. Und schon allein der Name wirft Fragen auf. Im Titel habt ihr vielleicht ein kryptisches R-MJ gelesen und derselbe Name steht auch auf dem Cover. Allerdings nur in Romanji. Wer zufällig auch Katakana lesen kann, wird feststellen, dass das R und das Fragezeichen stumm sind und lediglich Emotsuai zu lesen ist. Keine Ahnung warum. Aber das ist jedenfalls sehr sneaky. MJ steht nun allerdings nicht für Michael Jackson, sondern angeblich für, und ich entschuldige mich vorab schon für die miserable Aussprache, Mut eh schon Jack. Also lassen wir das mal so stehen. Entwickelt wurde dieser interaktive Horrorfilm von der Entwicklerbutze System Sacom und dann im Jahr 1997 von Bandai für die Sega Saturn und PS1 veröffentlicht. Da das Spiel hauptsächlich aus komplett vertonten Filmchen besteht, spannt sich das Spiel über ganze zwei CDs. Ich benutze hier meine japanische Originalversion, die leider ohne Untertitel daherkommt. Wer sich aber die Mühe machen möchte, findet in Romhausen auch eine Version mit einer englischen Fanübersetzung. Lediglich eine Person im Spiel spricht Englisch. Zumindest versucht der Synchronsprecher so gut es geht die englische Sprache zu imitieren, was durch die Bank für großartige Lacher sorgt, was dieses Horrorspiel fast schon zu einer Komödie macht. Where's drugs? I got it. Interessant ist auch, dass MJ eine sehr enge Verbindung zum 1999 ebenfalls von Bandai veröffentlichten Countdown Vampire hat. Dieses Ding ist wohl eines der schrägsten, aber auch relativ knuffigsten Resident Evil Klone, die ihr auf der PS1 finden könnt. Die Entwickler konnten sich nicht so richtig darauf einigen, ob man nun irgendwelche biologisch mutierte Dinger oder die guten alten klassischen Monster aus längst vergangenen Zeiten ins Spiel wirft, was dann am Ende mit der mundgeklöppelten Handlung eine sehr merkwürdige Mischung ergibt. MJ ist jetzt auch direkt kein Prequel, noch kann es erklären, warum Countdown Vampire überhaupt existiert. Und im Schnelldurchlauf lässt sich dieses Kaninchenloch auch nicht genauer erforschen. Konzentrieren wir uns heute einzig und allein lieber auf MJ. Die Geschichte spielt im Sommer 1999, als sich in einem Krankenhaus eine große Explosion ereignete. Aufgrund der Freisetzung eines tödlichen Virus wurde das Krankenhaus abgeriegelt und unsere Charaktere befinden sich nun in einer ausweglosen Situation. Man übernimmt die Rolle von Hajime, der nach einem Besuch bei seinem besten Freund zusammen mit zwei Freunden, Ryo und Tomowo und einer jungen Krankenschwester namens Aya versucht, heil aus der Sache wieder rauszukommen. Grundsätzlich besteht das Gameplay darin, diverse Orte im Krankenhaus zu erkunden, indem man sich mit dem Steuerkreuz durch die vorgerenderten Hintergründe bewegt, wobei jeder Hintergrund mit einer Animation verbunden wird. Bestimmte Orte können vergrößert werden, um mehr Details zu erhaschen oder einen Gegenstand aufzunehmen. Eure Begleiter sind jetzt nicht unbedingt die hilfreichsten Typen auf Erden und leider werden sie auch nie ihre Klappe halten und euch während der Erkundung allzu oft einige Kommentare an den Kopf werfen. Und leider ist das Repertoire auch nicht besonders groß. Es wäre jedenfalls auch komplett falsch, dieses Spiel mit einem Resident Evil zu vergleichen. Da es im Prinzip einer dieser wahnwitzigen Versuche der 90er Jahre war, die Grenze zwischen Videospiele und Filme miteinander zu verschmelzen, ist MJ mehr oder weniger ein interaktiver Laufsimulator, gespickt mit absurd lächerlichen Zwischensequenzen und so gut wie kein Gameplay. Man wird sich auch nicht gleich ab der ersten Sekunde in die Hose machen. Wenn, dann kann man es ein wenig mit D vergleichen und jeder, der dieses leicht experimentelle Spiel gezockt hat, wird sich in MJ dank einer ähnlichen Struktur fast sofort wie zu Hause fühlen. MJ wird aus der Ego-Perspektive gespielt. Seine vier Freunde wird man allerdings während man durch die kalten Gänge des Krankenhauses wandert nie zu Gesicht bekommen. Diese scheinen nur als Stimmen in eurem Kopf zu existieren. Vermutlich wäre es entweder zu viel Arbeit gewesen, zusätzlich vier weitere Personen in der Gegend rumschleichen zu lassen, oder es hätte die PS1 zum Explodieren gebracht. Hast du die Peps noch genommen?
Wie erwähnt, spielt sich alles komplett auf vorgerenderten Bildschirmen ab, wie etwa auch in einem Myst und anderen ähnlichen Adventures. Man bewegt sich auch nicht Schritt für Schritt vorwärts, sondern wechselt nur den aktuellen Bildschirm. Hotspots, mit denen man interagieren kann, gibt es wenig und man wird auf sie auch nicht direkt aufmerksam gemacht, weshalb man dann wie wild auf die Kreistaste einhämmert, um mit den möglichen Objekten auf dem Bildschirm zu interagieren. Manchmal ist es nötig, dass unser Held all seine Sinne einsetzt, um etwa versteckte Dinge aufzuspüren. Hierzu drückt man kurz die X-Taste und wie auch schon bei allen anderen Interaktionen, geschieht alles automatisch. Hat man einen Hotspot gefunden, kann man direkt mit ihm interagieren oder einen Gegenstand aus dem begrenzten Inventar darauf verwenden. Und das ist im Prinzip schon alles, was man im Spiel machen muss, um in der Handlung voranzukommen. Mit einigen Elementen im Spiel wird man nur dann interagieren können, wenn zuvor eine Bedingung erfüllt wurde, wie beispielsweise der mannshohe Spalt unterhalb der Notfalltür, der uns vorerst vor dem Betreten eines Flügels des Krankenhauses abhält. Und hier sieht man eine Problematik des Spiels. Die Handlung geht sehr linear vor. Da es ein Full-Motion-Videospiel ist, muss man eben festgelegten Pfaden folgen, was ein kreatives Vorgehen sehr stark einschränkt. Auf der anderen Seite ist es beinahe komplett unmöglich zu versagen. Damit keine Langeweile aufkommt, wirft unser kerniger Ryo eine Münze in die Luft und entscheidet dann, welchen Weg wir einschlagen. Vermutlich soll dies ein Hauch von Unvorhersehbarkeit in das an sich komplett lineare Gameplay bringen. Aber es macht am Ende absolut keinen Unterschied. Es fehlt im ganzen Spiel irgendwie die Herausforderung. Mal abgesehen von einem komplett überflüssigen und total nervigen Schiebepuzzlespiel. Es gibt ja noch nicht mal irgendwelche Monster, die euch verfolgen und töten können. Im Prinzip ist MJ eine eher laue Schnitzeljagd, allerdings in einer sehr atmosphärischen Umgebung. Und das einzige Fitzel an Jumpscare ist das sporadisch eingeblendete No 4 am unteren Bildschirmrand, untermalt mit einem typischen Soundeffekt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich unter Horror vorstellt. Mal abgesehen von der leicht käsigen Sprachausgabe. Das heißt jetzt aber nicht, dass man nicht doch ins Gras beißen kann. Es gibt sogar einige Momente, die über Leben und Tod entscheiden können. Und selbstverständlich auch über das Leben eurer Freunde. Und rein theoretisch ist es sogar möglich, in Echtzeit den Löffel abzugeben. Ab dem Zeitpunkt, in dem das Krankenhaus seine Pforten schließt, ist man einem tödlichen Virus ausgesetzt. Eure Freunde zeigen relativ schnell die Folgen der Erkrankung und die teils verzweifelten Dialoge zwischen den Akteuren sind die einzigen Momente, wo man ein wenig rührselig werden könnte. Mal abgesehen davon, dass man im Krankenhaus auch ein Gegenmittel findet, ist die eigene Lebensenergie allerdings so hoch, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass man frühzeitig den Löffel abgibt. Wirklich brenzlig sind im Prinzip nur zwei Situationen. Der Kampf gegen den Endgegner, der im Spiel auch der einzige Gegner ist, und der Abschnitt, in dem man mit einem Schutzanzug in das Labor einsteigt. Hier hat man nur 20 Minuten Zeit, um eine Reihe an Viren und Impfstoffen einzutüten. Durch den Helm wird der Blick auf das Geschehen eingeengt. Man hört den schweren Atmen unseres Helden. Und hier kommt endlich nach circa gut einer Stunde Spielzeit eine unglaublich beklemmende und angsteinflößende Stimmung auf. Wenig aufbauend sind die Funknachrichten eurer Freunde, die kurz davor sind, ihren Schöpfer gegenüberzutreten. Angst, Stress und Verzweiflung und am Ende droht einem sogar die Luft auszugehen. Was aber vor allem daran liegt, dass eure Freunde einfach nicht die Klappe halten wollen. Aber insgesamt wünschte man sich einfach mehr dieser Szenen im Spiel, das in der Regel vor sich hin plätschert wie ein seichter Bachlauf. Während man sich durch das geheimnisvolle Krankenhaus vorarbeitet, kommt man nach einiger Zeit auch einem verrückten Wissenschaftler auf die Spur, der erst für dieses ganze Schlamassel verantwortlich ist. Begleitet wird er von seinem grauenhaft englisch sprechenden Handlanger Robert. MJ! Oh mein Gott! Im Prinzip ist es ja schön und gut, dass ein Horrorspiel einen verrückten Wissenschaftler nebst einer hohlen Fritte benötigt, aber in MJ wird dieser Umstand zu einer kompletten Farce und angesichts der schauspielerischen Leistung der zwei Schurken weiß man nicht, ob man jetzt lachen oder weinen soll. Boss, I got complicated. We must go now. Hat man die erste Stunde und somit die erste CD überstanden, bittet einem das Spiel auf die zweite CD zu wechseln und hier überschlagen sich die Ereignisse. Wir verlassen das Krankenhaus und begeben uns in eine unterirdische Ruine. Aber selbst der Versuch, etwas Mystik in die Handlung zu schreiben, hat jetzt dem Spiel auch nicht geholfen. Und nach einer weiteren halben Stunde hat man auch schon das sehr verwirrende Ende erreicht.
Es fehlt einfach der stetige Horror. Grundsätzlich ist ja die Idee nicht schlecht, anstatt der immer gleichen Zombies oder Monster die Gefahr durch einen sehr tödlichen Virus zu ersetzen, der einem zu jeder Zeit umbringen kann. Aber selbst das trifft in MJ nicht zu. Es gibt eben keine wirklichen Schockmomente, mal abgesehen von der schockierend dünnen Handlung. Die einzige Gefahr besteht also darin, aus Langeweile zu sterben. Wäre da zum Glück nicht der Abschnitt mit dem Schutzanzug. Oder man starrt zu lange auf die Zwischensequenzen. Vom Prinzip her sind die Grafiken ja ganz gut gemacht, aber die Animationen in den Zwischensequenzen wirken leider etwas holprig und das, obwohl man angeblich alle Schauspieler mit Motion-Capture-Verfahren aufgenommen hat. Ich will mich aber gar nicht groß über die Grafik auslassen, denn für 1997 war die wirklich phänomenal. Und zudem sollte man nicht vergessen, dass die Umsetzung eines Full-Motion-Videospiels wie MJ eine sackteure Angelegenheit war. Vermutlich ist deswegen das Spiel mit knapp 1,5 Stunden Spielzeit relativ kurz ausgefallen. Der Sound erzeugt zumindest die passende Stimmung und eigentlich ist das zufällige Gelaber der Freunde ganz unterhaltsam. Einige Momente sind relativ schlecht aufgenommen worden, sodass man mit etwas begrenzten Japanischkenntnissen wohl seine Probleme haben wird, der Geschichte zu folgen. Mal abgesehen davon, dass die Synchro der klassisch käsige Busunfall ist. Grundsätzlich kommt man aber auch ganz gut durch die Story, wenn man kein Japanisch kann, und dank der Fan-Übersetzung wird das Spiel auch für den Rest komplett zugänglich. Gegen Ende hin, wenn man mit einem Zug vor einem rollenden Felsbrocken und dem großen Monster flüchtet, macht die Story ohnehin kaum einen Sinn mehr und man wird sich fragen, ob man die letzte Stunde nicht irgendwie sinnvoller hätte nutzen können. Zum Beispiel mit Wäsche waschen. Aber ganz nüchtern betrachtet ist MJ dann doch ganz unterhaltsam. Die Warnungen vor einer angeblichen Todesangst zu Beginn des Spiels sind natürlich komplett übertrieben. Es ist jetzt keine echte Perle und man verpasst auch wirklich kein großes Meisterwerk. Aber alle diejenigen, die auf obskuren Japan-Horror stehen, sollten sich trotzdem mal nach einer gut erhaltenen Version auf eBay oder nach einer Sicherheitskopie in Romhausen umsehen. Und dann ist dieses Spiel auch noch der perfekte Einstieg für das grandiose Countdown Vampire, das wir hier uns auch noch irgendwann mal genauer ansehen müssen. Yatta ne! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.